Heyo und herzlich willkommen hier zurück im Wald bei Lenny und Lenny und mit Chiro. Oh, ja, hallo. Ja, irgendjemand hat uns schon wieder in den Wald geschmuggelt. Ja, es kommt alles immer natürlich sehr unerwartet, ne? Da kann man halt auch nichts gegen tun. Achso, So. ich wollte gerade sagen, hatten wir nicht noch Kaninchen, aber die sind ja noch da. Ja, wir warten halt darauf, dass sie sich vermehren, aber das dauert halt so ewig. Ja. Ist ja nach dem letzten Stream. Ja. Oh, ich habe noch ein paar Knochen, die ich hier schon mal reintun kann. Hier. Hast Hunger? Essen. So, ich habe natürlich einen Energy dabei. Ich Aber auch. ich trinke den etwas später, weil ich hier noch einen Tee vor mir stehen habe. Ich habe auch ein Energy dabei. Ich glaube, ich werde sowieso krank momentan. Das ist nämlich eine ohne Zucker und ohne Kalorien. Was zur Hölle? Den sogenannten Ultra Red. Aber der schmeckt gut. Ja. So, einmal ein paar So. Federn ernten hier. Ich würde sagen, ich werde mal mich auf die Suche nach irgendwas machen. Ja. Also meine lieben Freunde der guten Unterhaltung, wir sind dabei, ein paar Sachen zu sammeln, damit wir jetzt bald mal das Ende bestreiten können. Deshalb werden sich die nächsten Folgen wahrscheinlich ein bisschen auf Sammeln konzentrieren. Genau. Und ich werde aber trotzdem nochmal in diese eine Höhle reingehen und mir die verbesserte Axt holen, weil der das bei mir nicht gespeichert hat, was wir im Stream so schön gemacht haben. Oh. Ja, hier haben wir erstmal ein Bauwerk unserer netten Besucher, die uns ja beim Stream geholfen haben. Stimmt, das kann ich später auch noch mal zeigen. So, ich bin mal aber so frei. Habe bisher nur Totems auseinandergeschlagen und mein Schwert ist schon blutüberströmt. Da sieht man mal, wie blutig freudig hier ist. Überall Totems. Hat halt seine Blutung. Egal, es gibt nur Stoff. Totems. So. Ich habe mal kurz was geändert, weil es mich gerade mal leicht irritiert hat. Frage mich ja, die haben ja hier Aber. ständig irgendwelche Beine rumstehen in ihren Totems. Ja. Wo kriegen die die her? Weil mittlerweile sind die ganzen Passagiere doch für ihre Totems mal aufgebraucht. Ja, du musst aber bedenken. Die holen sich ja ihre Kameraden, die wir in dem Sinne auch töten, ne? Und Ja, aber nicht reichen schnell die genug aus? weg. Und nicht schnell genug abernten, sage ich jetzt mal. Eine Alkoholflasche. Alkohol. Ja, ich zerdeppere gerade bei den Containern ein bisschen die Totems. Ja, ich bin hier mitten im Wald und hier sind auch überall Totems. Die habe ich jetzt auch gerade mal sehr fleißig kaputt Ja, gemacht. bald haben wir mehr Totems als Walter. Ne? Ja, vielleicht finde ich noch ein paar Leiterplatten oder so für Sprengstoff. Ja, wow. Ist der Asthmatiker wieder unterwegs? Paar Leiterplatten für Sprengstoff. Und was ist? Ich bin voll mit Leiterplatten. So, Warte hier sind ja immer mal, Beeren. dit, 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 dit. Ach,
Übrigens Nein. haben wir mittlerweile ja auch diesen modernen Bogen. Wollte ich nur mal gezeigt haben. Ach ja, jetzt braucht das ja Panzerdape. Stimmt ja. Ja, neue Patches sind nicht immer nett. Da Alkohol. Zack, zack. Zack. Ist irgendwo zack, ein Baby. Zack. Wie? Kommst du ein Baby? Ja. Lol, da kommt noch eins geflogen. Also wird man nicht wissen, was du meinst mit, da kommt ein Baby geflogen, dann könnte man es falsch verstehen. Ist noch irgendwo ein Baby. So. Hopp. Ja. Lol. Wo ist es? Da. Das ist dein Ernst? Es kam geflogen. Ja, aber wo ist es jetzt? Da. Da, da, da. Da, da, da. Es hat mir eine Rüstung geklaut, das blöde Baby. Dafür musste es sterben. Nee, mehr braucht es auch nicht, ne? Bei der Größe braucht es auch nur ein Rüstungsteil. Osmortica. So, das ist die Höhle. Weil wir letztes Mal... Da hörte man noch eine Asthmatikerin. Ah, ein Regenbürger. Jetzt muss ich noch mal gucken. Ein paar Sodas. Das gefällt doch schon mal. Ja, mach dabei noch ein richtig lautes Geräusch, dass du auch bloß die Leute anlockst. Hey. Oh, ja, ja. War das jetzt hier? Auf jeden Fall ist hier Geld. Boah. Also langsam sage ich schon gar nichts mehr dazu. Mama, willst deinen Stoff haben, willst ein Alkohol, willst dein YouTube-Money, also... Ja, das ist ganz wichtig heutzutage, ne? So, das ist die besagte... Der besagte Abgang, wo wir jetzt runter müssen. Machst jetzt einen Abgang? Ja. Oh, ich habe meinen Timer nicht gestartet, aber du hast deinen ja bestimmt an. Ich habe meinen gestartet, ja. Es sind noch knapp 22 Minuten. Ja. Ja. Ein bisschen langweilig so ohne Bewohner. Ich beschwöre hier nichts, ich bin mitten in einer Höhle. Wollte gerade sagen, hier haben wir etwa alle besiegt. Chicore. Erstmal kaputt mache. Nochmal Chicore. So. Hier sind ganz das viele Filme. Farbe und Sachen zum Angucken. Der Witz an der Sache ist, ich hatte gestern sogar Chicore im Real Life in der Hand. Oh. Ja. Bin nämlich momentan Obst-Gemüse-Abteilung bei uns eingeplant. Ah. So, find's, hier ist jetzt auch die moderne Axt. Find's aber interessant, dass Chicore hier eine blaue Blume ist. Echt? Also hier in-game meine ich jetzt. Achte da mal nicht drauf. Ist bestimmt immer total schlau, das ganze TNT hier immer hochzunehmen und dann fällt es wieder runter. Ups. 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 Ich habe einen Pinsel gefunden. Oh mein Gott, wow. Das ist, du weißt, ne? Das ist Epic Pinsel of Doom. Ich laufe hier so durch den Wald.
Mach voll den Lärm und nichts. Hier liegen ein paar Beine. Ah, Okay, wir hier. gehen wieder, bevor hier irgendwas passiert. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal noch eine Falle, die ich wieder aufstellen kann. So. Wir waren schon wieder bei der Waldbasis. Hier ist schon wieder was kaputt Oh. gewesen. Aber die Basis ist da auch sehr unglücklich irgendwie. Ja, aber trotzdem. Hundert Jahre Was? später, der Asthmatiker ist dann auch mal hochgeklettert. Einfach mal nichts zu sehen. Nee, halt, ich muss hier lang. Na komm. Steine. Die scheiß Falle wieder aufstellen. Und das am besten ohne dass ich drin stehe. So, und hier ist der Ausgang. Sehr schön. Zack. Oh, ein Reh. Ich dachte jetzt, Renate kommt da angerannt. Ja, Renate ist schon nicht so geil, ne? Das muss man der Renate lassen. Ein Toten. Sind hier schon wieder Babys unterwegs? Mal das Licht aus, Alter. Die Renate OG. Da ist ein Baby. Aber sonst sind hier keine mehr, oder? Ich finde interessant, weil die Babys waren am Anfang ja noch nicht in der Welt verteilt, ne? Ja. Dann müssen die sich ja hier durch die Gegend gerobbt haben, irgendwie, aus einer Höhle raus. Ja. Das passiert wirklich. Ich habe nämlich mal in irgendeiner Folge von Ich uns. sehe Levos. Siehst du mich? Nein, Ja, nein, doch. nein, nein. Das ist ein dicker Einwohner. Ach so, okay. Das erklärt's. Wollte gerade irgendwas erzählen. Ich hab's in einer Folge sogar mal gesehen. Da war ich bei so einer Höhle, die Höhleneingang, der da in der Wand war. Und da habe ich plötzlich das Geräusch von innen gehört. Und hab dann plötzlich auch da so ein Baby rauskriechen sehen. So, jetzt speichere ich aber mal, bevor diese dumme Axt wieder weg ist. So. Was haben wir hier? Soda. Ein So. Strick zum Erhängen. Noch ein Strick zum Erhängen. Ich habe Besuch und ich renne jetzt erstmal weg. Oh shit. Matika, lass mich nicht im Stich. Oh shit. Ich renne auch erstmal weg. Ich habe nämlich Muschi Klaus und Galoppel Heinz vom Weiten schon gesehen. Das möchte man nicht sehen und hören. Erstmal nur so ein. Weißt du? Da dreht man sich um und dann stehen die da. Man denkt sich so, okay, tschüss. Aber Gott sei Dank haben die einen noch nicht gesehen. Ach ja. Mal ein paar Leute will ich gerne haben, aber die normalen. Die normalen. Die mit zwei Beinen und zwei Armen. Geld. Geld, Geld, Geld regiert die Welt.
Ein Topf. Balljogging. Also nicht ein Topf, sondern ein Topf. kein Zweitopf? Nein. Wir hatten immer einen Lehrer, der hat immer so schön betont, was ist 3 Packen minus 2 Packen? Und wir durften dann erst gehen, als wir ein Packen gesagt haben. Ja, wow. Und der hat sich cool damit gefühlt, ja. Der dachte, der kommt damit bei uns an. Wir hatten immer, haben einen Lehrer, der fängt immer an mit Aufgaben erstmal so schön zur Pause. Also so 5 Minuten vor Pause fängt er dann an, uns irgendwelche Aufgaben bezogen auf jetzt halt Handel zu machen. Also so Bilanzrechnungsdönse, ne? Also, was weiß ich. Halt für die fürs Grund- und Hauptbuch zum Beispiel wie bucht man das, die Buchung, weißt du? Mhm. Wie zum Beispiel jetzt, was weiß ich, Kasse an Bank. So. Und mittendrin, also immer wenn dann jemand eine richtige Antwort gegeben hat, durfte er in die Pause. Oh toll. Ja, und mittendrin fing er dann an. 36 plus 47. Oh super, ich hätte ihn so umgeklatscht. Wo ich mir denn dachte so. Ja, wow. Ja. Eine Zahl. So, weißt du? So, dann füllen wir das Lager doch mal auf. Ich muss erstmal was essen. Bisschen Lusch. So, hier kann ich schon mal einen Snack hinpacken. Ein Schnack. Ein Schnack. Und weil wir uns ja mit Sodas immer zuschmeißen können, packe ich natürlich auch Sodas hier hin. So, und hier was, unten... Was liegt da oben? Ist das, Energy-Mix oder sowas? Ja, irgendwie so. Oh, Alkohol haben wir hier schon fleißig liegen. Wupp. So, oh, die Alkohol. Mollys müssen wir mal auffüllen. Stimmt, der Malach. Dynamit habe ich noch ganz viel. Ach Göttchen. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir es hinstellen, ne? Weil hier kann... können wir das ja nicht dummerweise nicht hinlegen. Wenn ich es richtig sehe. Ne? Wie viel Sodas habe ich denn da? Komm, dann kann da noch eine Soda hin. So, hier kommt erstmal der Alkohol hin. Kein Alkohol ist auch keine Lösung. Weise Worte. Ja, das ist ja ein Lied von Toten Hosen, wenn ich jetzt richtig liege. Und der Witz an der Sache ist, die eine Sängerin, wo ich ja die Kanal-Challenge auch drüber gemacht hatte, weißt du? Mhm. ja, ich bin... Feuer und Flamme, ich weiß. Super. Ja, macht ja immer wieder Streams, wo die Zuschauer sich halt Songs wünschen können, ne? Mhm. Die ist... Oh Mann, ey! Die kommt ist immer dieser dicke Einwohner hier. Ja. Das gibt's ja nicht. Und die mag halt auch gern so Gin Tonic und sowas, ne? Mhm. Und dann habe ich so eiskalt
war über diesen Song-Request-Befehl. Kein Alkohol ist auch keine Lösung von toten Hosen reingehauen. Ja, aber ist doch auch so. So, mir fällt noch was ein, deswegen notiere ich mir das jetzt, bevor ich das vergesse. Nicht sterben. Nicht sterben. So, haben wir irgendwo noch Platz für Steine sind Freunde, Sprengstoff? kein Futter. Da haben wir Sprengstoff. So, jetzt haben wir hier alles leer gemacht und dann können wir jetzt ja mal neu sammeln gehen, ne? Nein, du machst hier nicht das Ding anzünden. Ich find's immer geil. Du hast das Feuerzeug nicht in der Hand. Nimmst dann eine Dynamitstange auf. Und gleichzeitig kriegst du die Dynamitstange in die Hand und das Feuerzeug. Ja, das Spiel möchte dir damit was sagen. Ja, nee. Nee, nee, nee. Also, nee. Aber ein Lurch getötet. Oder lief, glaube ich, da laufen welche. Da lief, glaube ich, laufen welche. Ja, ich denke manchmal ein bisschen schnell und dann also Im vermixe Grund. ich die Sätze, die ich hintereinander sprechen möchte, oder mache ich halt manchmal einen Satz draus. Also im Grunde ist der Mund schneller als das Gehirn. Nein, das Gehirn ist ja schneller und dann wird der Mund zu schnell und. Ach, schade. Gar keine Muni dafür. Alkohol. Dachte, ich feuer mal so eine nette Leuchtrakete mal rüber zu dir. Ja, ich bin gerade dabei, hier so ein paar Welten laufen so. Totems kaputt zu machen. Da hinten laufen sie? Da stehen sie bei mir. Nee, bei mir laufen die. Hey! Ja! Die erste hat mich gesehen. Die Juhu. erste habe ich gesehen. Oh, die kommt aber schön an. Ups. Oh, die hat gerade einen Zahn fallen lassen. So, wo ist die andere Leiche? Da. Weiß nicht, aber ich baue hier mal ein spontanes Lagerfeuer hin. Ach, da. Okay. Hier zum Anheizen. Die ist voll Feuer und Flamme. Hallo Leute, wir verbrennen hier eure Kollegen, kommt her. Behind you. Was? Hier. Den solltest du ja auch noch kennen, den Nios. Ja. Der hat ja jetzt einen neuen Kanal sich gemacht. Okay. Unter dem netten Namen der Nio. Und da meint hatte er, glaube ich, auch. War das Skyrim? Ich glaube, Skyrim hat er da gezockt. Und dann ging er Mach da die und. Knochen jetzt mal nicht zur Rüstung und pack die dann ins Lager, ne? Mal so als Nebeninfo. Ja. Ich glaube, da hinten am Strand. Oder? Wir Nee. gehen einfach zu dieser einen Basis, wo die anderen Leute was gebaut haben. Ja, Da können wir sind nämlich machen. immer welche. Zumindest, war der gerade da aus der einen Stadt raus und meint dann immer so. Da hinten rennen sie schon. Ich würde sagen, wir gehen erstmal schlafen. Dann sehen wir mehr.
Ja. Z. Zumindest ist er aus der Stadt raus. Nachts. Und dann meint er so. Ja? Mal speichern, bitte. Bloß keine Vampire. Und da konnte ich nicht anders, als einfach runter zu schreiben: Neo, behind you. Yeah. Ganz so gut sind die jetzt nicht mehr gewesen, aber egal. Kann nichts essen. Doch, jetzt. Jetzt sieht man nicht mehr. Feiglöcker! Also Chicorée ist bei mir nicht so eine blaue Blume. Die sind mehr so leicht rosa. Hier sind das blaue. Das ist ja interessant. Aber selbst das. Naja, blau-rosa, ne? Sagen wir mal blau-rosa. Aber ist trotzdem interessant, wenn man bedenkt, wie Chicorée eigentlich in Real Life aussieht. Ja, das stimmt allerdings. Hier sind überall Dinge umgefallen. So, jetzt sind alle Fallen wieder aufgestellt. Bombfeld. Ach, du warst das mit der Kettensäge. Ich habe mich gerade ganz kurz gewundert, was denn das für ein Geräusch ist. Ach, ich dachte, ich film mal hier den Baum, der mir so im Weg steht. So. Ja, ich war das mit der Kettensäge. Oder der Einwohner hinter dir mit der Kettensäge. Nein, hinter mir sind keine Einwohner mit Kettensäge. Stimmt. Ach warte, also, man hat hier so besondere, also man hat normale Holzpfeile und Jagdpfeile, das ist ja cool. Ja, es gibt irgendwie 3, 4, 5 verschiedene Pfeile. Also so, glaube ich auch direkt Knochenpfeile. Dann gibt es halt so Giftpfeile, Feuerpfeile. Nein, jetzt habe ich einen Molotow-Cocktail gemacht, ich Idiot. Da gebe ich dir recht. Das war jetzt nichts zum Zustimmen. Da gibt man Frauen schon recht und die sind immer noch nicht zufrieden. Guck mir mal gerade hier so die alten Fotos an. Die alten Fotos damals. Sonnenhut brauche ich, das steht jetzt ja hier ganz gut rum. Gott, wo ist das denn? Irgendwo an der Klippe. Weil wenn wir dann zum Ende gehen, ich tippe mal in den nächsten 4 Aufnahmen. Mm. Wenn wir zum Ende gehen, ey, dann können wir nämlich uns aus unserem Lager einmal komplett voll machen. Ja. Das ist dann ganz praktisch, glaube ich. Wir werden zwar unterwegs ein bisschen was finden, aber hey. Ja, aber trotzdem sollten wir lieber mal voll equipped rein. Ja. Weil wir werden auch viel verlieren. Behind you. Ja, ich bin Machatte.
Geht das eigentlich? Nee. Oh! Nee, man kann da nicht hoch. Das ist eigentlich ja voll unrealistisch. Echt mal, der ist hier schon umgefallen. Mal gucken, was hier so. Hier ist ein Hase drin! Ja. Und nein. Ist es ein Hase oder eine Katze? Ups, ich habe eine Falle ausgelöst. Und eine Bambi rennt weg. Na, Bambi-Fälle brauchen wir ja, glaube ich, nicht so. Was vielleicht nicht schlecht ist, wenn wir vielleicht Lurchfälle noch besorgen. Dann können wir uns nämlich einmal Lurchfälle mitnehmen. Wir machen uns einmal voll mit Knochenrüstung, nehmen noch mal Knochen mit oder so. Kann ich erstmal die Büsche hier leer essen? Haha, Meisterjäger. Okay. Eins, zwei. Na, zwei von dreien gingen beim Bambi in den Hintern. Ich finde, Bambis jagen geht schön einfacher als andere kleine Tiere. Ups. Ah, wo? Ah, ebenfalls in den Hintern bei der Möwe. Der sich so, freut, dass er der. Wir sind schon längst am Ende. Oh. Fällt mir gerade mal so auf. Wie lange haben wir jetzt? Ach, nur 2 Minuten rüber. Ach so, das geht ja. Ja, dann würde ich sagen, war's das für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein, wo ich weiter diese komische Person da drin nerven werde. Und, hey. Ja. Deswegen, tschüss, ciao von mir, Michelangelo, Donatello und von mir. Tschüss.